Guten Morgen am Mittwoch. So. Diese ganzen guten Morgen-Dinger kann man auch mal zusammenschneiden. Guten Morgen-Grüße. Wieder die Kamera putzen am frühen Morgen. Wischiwaschi. Jo, Mensch, heute haben wir mal wieder 64 Abonnenten. Es wächst. Ist ja Wahnsinn. Alle 10 Tage ein Abonnent mehr. Da kommen wir irgendwann auf 1 Million. Ist natürlich Quatsch. Ja, trotzdem schön. Es ist 8:35 Uhr. Heute wird soll ein sehr, sehr, sehr schöner Tag werden. Das schauen wir mal. Das wäre toll, dann sind alle Mieträder hoffentlich auch wieder weg. Und YouTube hat sein Logo geändert, kann das sein? Sieht so anders aus. Was hat die geändert? Wie auch immer, die Nacht war wieder schrecklich mit den Kindern und die Kleine ist ja krank. Die hat so einen Erstickungsanfall ja gehabt. Pseudo-Krupp. Wie der Stahl. Ja, und dementsprechend schlecht ist die Stimmung bei allen. Wir starten in den Tag mit voller Begeisterung und Erwartung. Bis später, ich schalte wieder ein, wenn was ist. Wenn wieder nicht so Fülle ist, so aufregende Sachen oder Sachen, die ihr schon gesehen habt, lasse ich es halt. Also bei so einem Schlauchwechsel müsst ihr jetzt nicht mehr dabei sein, ist der Livestream ja dafür zuständig. Das ist ja das Schöne. Könnt ihr am Livestream dann immer noch euch anschauen. Das reicht doch auf. Es reicht auch dafür denn. Meine Tochter kommt mit Essen runter, das filmen wir noch. Guten Morgen, Tochter. Hallo, Tochter. Oh, und einen Kuchen auch noch. Meine Güte. Ich baue gleich oben auf. Kannst du ja erstmal hier ablegen? Ja, ich mache Jetzt es hier. geht's Und ein dir Messer. schon wieder besser, ne? Ja. Was hast du gemacht heute Morgen? Damit es dir besser geht? Ich habe diese Luft genommen, dieses. Inhaliert, ne? Ja. Ja. Das ist wie ein Zaubermittel. Das funktioniert. Das ist unglaublich. Wa? Toll. Aber gut, dass auch sowas gibt. Ja, das ist sehr gut, dass es sowas gibt. Um Gottes Willen, wäre das schlimm sonst. Später. So. Die muss ich alle zum Spätkaufen mal bringen. Jetzt endlich wird Zeit. Da waren nur noch 25 Cent Flaschen und ein paar 8 Cent Flaschen. Dann ist das wieder ein bisschen ordentlicher hier. Wieder ein Stück weit oben in meinem Chaosleben. So ist es. Ist ja noch nicht ganz um 9. Also noch Zeit für ein kleines Frühstück meiner Tochter. Nee, erstmal möchte ich was essen, richtig. Kuchen, das ist mir viel zu früh. Morgen. Ist eigentlich für Lumen gewesen, aber Lumen hat heute Morgen Theater gemacht. Ne? Die Schüssel ist beim Bonsai total voll. Hä? Ja. Welche Schüssel? Na, diese Schüssel, da Moin. sind diese Fruchtfleisch drin. Ach so, echt? Nicht viele. Oh ja. Richtig viele. Na, Prost. Du kannst auch essen jetzt. Du musst jetzt essen. Deine Wurst vor allem. Ja. Die kannst du hier nicht so offen liegen lassen. Sonst wird die schlecht. Ja, gehen nämlich die Fliegen ran sofort. Ja, wenn sie das riechen. Na.
Und immer noch schnell? Ja. Guck doch. Nee, guck doch, ich seh's ja nicht. Bei mir ist ja alles normal. Mir kommt das nur so vor, als wenn das alles schnell ist. Hast du doch mal gemacht. Das ist witzig. Das finde ich witzig. Was geht in dem Kopf in dem Moment vor? Keine Ahnung. Also langsamer kann ich nicht reden. Du kannst nie langsamer reden. Du bist, wie du bist. Ja. Dann komm. Blub, blub, blub. Aber weißt du, ich hab die ganze Nacht geschwitzt. Ja, alles war nass. Was war das anders? Ja, ich hab halt geschwitzt. Du hast die ganze Nacht geschwitzt. Ja, die war warm, ne? Ja, die ist krank. Oh, er kennt ein bisschen. Er hat Fieber gehabt. Ja, ja, dann ist er klar. Schon im Morgen. Na ja, so ist das, wa? Ab. Und jetzt ist gerade alles ganz schnell bei ihrem Kopf, sagt sie. Oh, dreht sie alle? Nee, schnell. Die sind. Naja, du kennst es von anderen Dingen. Aber ich weiß nicht, ich hatte das früher auch, ich kann mich entsinnen, wo sie das jetzt sagte, dachte ich mir, so Wahnsinn. Das kam mir so vor, als wenn alle ganz schnell geredet haben, wenn die Zeit ein bisschen schneller alles verläuft. Das stimmt. Das macht das, siehst du? Ja. Das macht der Kopf irre. Das ist irre gerade. Ja. Na, mal gucken. Ob du später auch noch vorspulen kannst, das ist manchmal ganz sinnvoll. Hallo, guten Morgen. Ah, Wolfgang. Ah. Alle gut? Doch, ja. Was heißt denn das? Warte. Alles noch in Ordnung. Warte mal, ich komm gleich hoch. Es darf nur nicht leer laufen. Leer laufen macht man nicht. So, bitte. Sie lacht mit dir. Ja. Weil sie mich angelacht hat. Ja, siehst du. Jeder fünfte Berliner von Armut bedroht. Ich mal was da bist du eigentlich deine Sicht in der Zeitung. Ich hab dir mal neu erzählt, aber Schwein, ich habe vom Wohnungsamt gestern meine Benachrichtigung gekriegt. Ich gebe 77 Euro zu. Ja, siehst du, so gut. Das ist doch gut. DHL hat meine Tod und Mutter verschlampt. Wolfgang, so was darf man noch nicht lesen. Ja. Ja, so bist du schon. So, da hat Herr Dumpfbrumsel will einen längeren Querschnitt. Dann mach ich einen Querschnitt vom Kaffee. Einmal quer durch. Dann machen wir jetzt alles querschnittig. Ja, haben wir wieder 15 Sekunden verbraten für den Querschnitt. So einfach ist das. Wenn das los ist, kann man nicht zeigen. Das ist das Problem. Viel war nicht los und ich kann auch nicht jedes Gespräch wahrscheinlich zeigen. Wird euch wahrscheinlich auch nicht interessieren. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen, wie sich das entwickelt. Viel kürzer werden sie nicht werden. Das ist Blödsinn, das ist ja fast schon nicht machbar. Ich habe auch wirklich viele Schnitten, mir ein bisschen Zeit gelassen, ein bisschen hier ein Schnitt, da ein Schnitt. Ist ein bisschen beschissen geworden an manchen Stellen, weiß ich. Ja. Passiert halt nicht immer so viel. Heute auch nicht. Ich warte, ich trinke Kaffee, ist mein zweiter schon. Durchschnittlich, querschnittlich Kaffee. Also, wenn was los ist, sag ich Bescheid. Bis dann. So, was haben wir jetzt? Glatten Reifen. Den machen wir schnell. Fertig.
immer ein bisschen vom Bremsstoff befreien, die Felgen. Das muss man machen. Sonst kann man nicht gut bremsen. Gleich kommt der. Neuer Mantel und neuer Schlauch. Oh, wieder jetzt. Schlauch kommt drin. Mantel ist doof. Zu lange dauern. So, so. Schwenk. Extra für Dumpfbrumsel. Dass sich jeder beschwert hier. Cool, läuft. Jetzt aufpumpen und dann ist das fertig. Ja, oh, gestern nicht, jetzt aber heute? Ja. Okay. Und? Sind noch da, die Bremse? Ja, die sind jetzt noch da. Also gestern sind sie gekommen, dann tatsächlich. Okay, ja, also ich dachte, dass es, wenn ich komme, sind sie nicht da. Okay, dann. Genau. Holst du heute Abend wieder ab? Ja. Okay. Das ist fertig. Geht ja heute wie Brötchen backen. Hier? Tagchen, Chef. Darf ich mir mal die Pumpe? Ich bin doch kein Chef, Herr Sammer. Na gut, nimm mir mal die Pumpe. Ja, danke. Ja, das ist der Automatik oder normal? Super, das ist er wieder. Na, endlich. Der wird ja gedauert. Das ist die gute Form, die hat hier abgegeben, was? Der wird ja. So ist es. Was tust du? Ein Kabel.
Na, hab ich hier. Naja, mit Verlängerung an Verlängerung schon geknüpft. Naja, nur da, wenn die Kabeltrommel. Das ist die Kabeltrommel. Die ist schon mit Dings eingebaut. Wieso? Wo muss das denn hin? Wie weit denn? Wo? Irgendwo meine. Und mal gucken, wie weit du kommst. Weil die geht jetzt nur noch hier oben rüber und ist aber schon eingehend mit Kabel, wenn man das hier noch das meine doch. Es ist kein Ausstrom, so wie manche Liter hier oder Theater-Scheiße hier. Danke. Oh, jetzt habe ich ja lange laufen lassen. Dumpfi, jetzt muss ich aber mal enden und schneiden. Das geht ja gar nicht. 12 Minuten, das ist unglaublich. Das wird geschnitten auf ein Minimum. Das geht ja gar nicht. Bis dann. Und schwupps, die neue Aufnahme ist da. Ich habe gar nicht gemacht. Nur einmal auf Start und Stopp gedrückt. Stopp und Start. Dumpfi, es geht weiter. Der ist platt. So, jetzt haben wir echt zu tun. Der ist platt. Der da hinten ist gerissen. Guck mal da. Boah, was ist das denn, ey? Reißt der völlig auseinander. Ich dachte, der hat eine 8 im Reifen, hat aber nicht. Und hier gibt es keine Bremsbeläge mehr. Die ist nicht mehr ausreichend. So, das sind jetzt drei Dinge, die ich machen muss, hintereinander. Schauen wir mal, wie lange ich brauche. Von wo aus lasse ich euch denn zugucken von hier? Ich hoffe, ich mache die Reparatur eben. Pro Reparatur. Eine Aufnahme. Mal gucken. Warte, Reifen. Zuerst. Raus. Das Ding schnell. Ist ja auch ein Schnellspanner. 28 Bar. So weit einbauen hier. Wenn du aufgepumpt ist, ist da viel zu schmal, ey. Ja, viel zu schmal. Runter machen. Ja, aber das ist ja ein bisschen mehr. Was ist hier drin hier? Mhm. And? Thank you. No. Okay. Thank you. Thank you.
ist ein Rennradkabel, das passt natürlich mit dem Profil überhaupt nicht, dass sie sich hier. Ja. Die Wunder ist ja immer platt, wenn sie mit zu wenig Luft fährt. Ja. Aber wenn weniger Luft drin ist, geht schneller Luft raus. Dann ist die Chance größer, dass die eingefahrenen Teile, über die du drüber fährst, wie Scherben, dass sie natürlich hängen bleiben. Ja. Also bei weichen Reifen gehen die schneller rennen als bei so einem harten. Wenn der hart ist und richtet Scherbe vorher schon weg, ja, oder wird kleiner, ja, ist Kakalaka. Jetzt ist er wieder so völlig falsch eingesprechen, weil die Gabel ist verzogen oder irgendwas. Wie schief. Ich brauche eine Kette. Am besten so eine Special-Kette, die man irgendwie super einfach da reinhauen kann. Das gibt's da, oder? So eine Nutenkette oder so? Nutenkette? Jetzt ist die alle so, ja. Also eine Einwandkette brauchst du aber, oder was? Ja. Nee, nee. Quatsch, nee, das ist eine Schaltung. Ja, hinten habe ich eine Schaltung drin, ja. Ja doch, auf jeden Fall ist ja sogar so ein Übermann. Ja, mehr geht nicht, oder? Nee, dann rutscht du unten raus. Ja. Das ist beschissen. Ich muss doch hier sagen. Ich muss einen anderen Reifen müssen. Das ist nicht sicher repariert. Kannst normalerweise einen Kunden so nicht losschicken, weil jetzt hängt der nur halb im Ausfallende drin. Ja. Wer hier so viel Schwatz hat, so. Genau. Ja, aber man gebraucht irgendwo einen Radkauf, ne? Naja, nee, ich meine, die Reifen. Also die Reifen sind ja neu, wahrscheinlich bei Radkauf. Achso, ja. Ja, das wurde vielleicht schon nette genommen, ne? So, jetzt haben wir lange genug angelassen hier. Achso, nee, geht ja weiter. Jetzt geht's weiter. Kann man ja dann prima rausschneiden. Jetzt mache ich erstmal den hier. Hallo. Hallo. Ich wollte mal was fragen. Ich habe morgen mein Hinterrad ist platt. Ja. Was kostet das und wann würde es fertig sein? 16 Euro, wenn der Schlauchwechsel nur ist. Wenn der Mantel mitgewechselt werden muss, dann sind es 30 Euro mehr. Okay. Wie lange würde das dauern? Na, ist heute erledigt, wahrscheinlich. Okay. Ja, ja. Okay. Ich einfach mal rumbringen. Also, ich müsste ja mal sehen. Ich weiß ja nicht, welche Größe du vom Mountainbike hast. Die heißen ja heutzutage, ich sehe auch ein 29 Zoll. Aha. Aber meistens Standard ist 26 Zoll. Da habe ich halt Reifen auch da, falls der Reifen wirklich kommt. Okay. Schläuche habe ich da. Gut, gut. Ich guck mal auf den Rückweg. Ja. Ich das habe. Ansonsten morgen oder so. Alles klar. Danke dir. Kein Problem. Ciao. Ciao. Oh Gott. So, jetzt. Ist er beweglich an der Stelle geblieben? Hast du ein bisschen gemacht? Ja. Brauchst du das ja? Nee, das ist Schrott.
Das sind Blätter hier von dem hier. Diese Erdbeeren sind jetzt so scheiße, dass das Ding hier schon. Ach so, hier zeigt ihr noch mehr. Hey, schmeiß ich hier unten mehr. Ja? Ja, ja. Gut. Kommt der ein Schrott, den habe ich bloß nicht mehr hier stehen. Ja, alles gut. Ach dann. Was willst du von mir haben? Naja, 15 Euro für den Teil und wenn du was so eben magst, musst du entscheiden. Ja. Okay. Kartenzahlung habt ihr nicht, wa? Nee, haben wir nicht. Oh, es gibt einen Geldautomat gleich hier nebenan. Nun, weiß ich nicht, ob du Kreditkarte hast. Ah, ja. Ansonsten nimmt er nämlich Gebühren von 5 Euro. Da fährst du halt nochmal zur Bank oder so. Ja, ich fahre nochmal eben zur Bank. Gut, ist 21 Uhr. Ja. Was hast du denn Dämse, wa? Wattenknochen schon, ey. Ja, das ist ja. Oh, für hinten. Ja, weißt du, was das Schlimme ist daran? Dass es nach Gummi riecht? Nein. So eine Werkstatt, das muss doch so riechen. Nach Schweiß und Gummi. Nein, das Schlimme daran ist, wenn du jedes Mal, wenn du rauskommst und wieder reingehst, und wieder rauskommst und wieder reingehst, dann bist du drin. Ja, ist sehr schwer. 200 Kilo. Richtig schwer. Viel zu tun. Ja, hier hoch, runter, hoch. Rot. Rot. Wieder. Ja, bin zu Danke.
So, fertig. Ich weiß, aber wenn doch der eine fehlt und ich für die ganze Zeit Luft. Das ist aber nicht der Ventil. Der hilft da nichts. Nee, der hilft nichts. Ne? Das ist, das ist eine Staubkappe eigentlich nur. Dieser Deckel selber ist nur, dient nur als Staubkappe. Ja, weil es hat die ganze Zeit gedichtet und jetzt habe ich eine Pumpe ausgeliehen. Welches? Das ist ein Autoventil. Hat aber so einen Stecker, damit das Ding runterdrückt. Das ist, glaube ich, ein Autoventil. Also so ein dickes. Das heißt, ich müsste das ganze Ventil auswechseln? Nee, den Schlauch müsstest du auswechseln beim Autoventil. Ah, okay. Das ist eine Kappe. Okay, das heißt, die Kappe bringt nichts. Probier's. Was kriegst du? Danke dir. Ja. Wenn es nicht klappt, komme ich wieder für den Schlauch. Kein Problem.
Ja. Do you have a second? No. What do you want? Because I'd like to have the bike repaired. Okay. In just a minute. Yeah. So. Keine Ahnung von Rian. Wollte noch einer was? Nee, wa? Eigentlich. Ich mach mal hier weiter. Okay, nächste. Next. Dit.
Ja, hallo? Wer ist denn da? Wolfgang da, Thorsten da, alle da. Hurra, hurra, alle sind da. So, hier haben wir hoch. 15, 15, 30. 25. Ich kann man ja nicht überhören, Wolfgang. Nee, ja. Weißt du? Seid kräftig am abpräsentieren. Oh, Mensch, ey. Ich kann das Spiel einstellen hier. Jetzt ohne schnell. Guck mal nach dem Neuen. Brauchst du was eigentlich? Nee, wa? Nein, das ist okay. Nicht, dass du dich übergangen fühlst. Ja. Vernachlässigt. Ja. Du fühlst dich vernachlässigt. Er fühlt sich vernachlässigt hier. Ja. Ständig. Ja, aber es liegt an der Frau, oder was? Hm? Er liegt an der Frau? Ja, wahrscheinlich. Du bist zu weit weg. Ach, das ist schade.
So einfach ist das. Haben wir gemacht. Thorsten schleift. Ja, ist okay. Der macht sich einen Aufwand mit dem Rahmen. Das ist okay. Langsam, langsam. Ne? So wird das. Schauen wir mal, was hier draußen los ist. Wolfgang braucht die Zange. Und Harke. Wo ist denn die jetzt? Wolfgang der Gärtner. Das war ein bisschen zu groß, aber. Willst du das jetzt alleine angehen? Ja, dann mach langsam. Nein, ja. Komm, ja, mach mit deiner alten Keller. Nee, aber mach das langsam, du. Hallo. Hallo. Wolfgang, die Blume lässt stehen da hinten, ja? Die Blume lässt stehen da hinten. Ja, ja, ja. Ja, also wirklich. Das kann man nur mit der Hand zippen, das reicht schon. Das sieht so aus. Das nehme ich auch. Die anderen Beben gehen nicht raus. Deswegen, da musst du auch nicht ran an die Ecke. Die Ecke nicht. Nee, ich mache nur ein bisschen vorne. Das Ding hier. Jawohl. Wolfgang, du bist ein fleißiger Mensch. Naja, wir haben ja die andere Seite auch schon gemacht. Hab ich gesehen. Wird ja alle rausgezogen. Denn. Er kürzt es erstmal und dann. Nicht gut? Doch, gut, aber ich hab mir überlegt, das nächstes Jahr dann mal auszugraben. Du meinst jetzt bepflanzen oder was? Nee, das ist ja so eine. Was meinst du mit ausgraben? Ja, die Wurzeln. Ach so, ja, die kriegst du aber rausgezogen. Die kriegst du aber rausgezogen, Jut. Okay, das habe ich so genau. Hab ich nicht. Das ist mit den Stumpen. Weil das kommt ja immer wieder. Und wenn wir das geschickt haben, wollen wir auf der anderen Seite.
Ja, aber das war ja bisher noch nicht klar, dass das so... Ich habe ja gedacht, das Grünflächenamt, wenn die kommen, machen die mal auch das weg, aber haben sie nicht gemacht. Zweimal jetzt und jetzt haben wir es selber gemacht. Hallo. Hallo. Ja, auf jeden Fall sieht es dann schon mal schöner aus, dann kann ich mir für nächstes Jahr... Kannst du gerne machen. Anderes überlegen, ja. Ich habe da keinen Anspruch drauf, bloß das sieht mir zu müllig aus. Das ist eine gute Idee, als ich das gesehen habe, ja. Und das war eine super Idee. Und jetzt sehe ich euch wieder. Und dann denke ich noch besser über uns. Na, guck mal. Ich kann es ja immer nur nebenbei machen, wenn ich mal kurz Zeit habe oder so. Jetzt habe ich gar keine Zeit, jetzt will ich jetzt selber machen. Mach du mal. Ja, der Wolfgang macht das schon. Das ist nämlich ein Gärtner. Na ja, Wolfgang, langsam. Kriegen wir hin. So, ich habe auch fertig. Was wir machen? Ich mach. Gar nicht. So, was für ein Tag. Voll stressig. Aber schön, endlich mal ein Tag, wo was zu tun war. Ich freue mich. Mann, ich hatte die Renne hier unglaublich. Was ist das? Da ist er wieder. Ich nehme schon mal Blickkontakt auf, damit du mich registrierst. Ich hau ab, okay? Gut. Ja, brauchst du was von mir, nee, wa? Ich brauche nochmal ein Rad eventuell. Ich habe zwei neue Bremsklötze vorne, hinten, vorne, packt er richtig hin und rutscht da durch. Zwei verschiedene Felgen sind es und ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann. Die Bremsklötze sind baugleich. Mal richtig reinigen, ist da ein Vertruff auf der Felge oder? Ja, die Felge vorher reinigen natürlich. Jetzt nochmal den Bremsblock mit Schleifpapier ein bisschen anschleifen und die Felge vorher richtig reinigen. Mit was? Nicht ölhaltiges natürlich. Also nicht mit Benzin, warum nicht? Sondern dann nur mit Waschbenzin. Kein echtes Benzin. Also. Ja. Gut. Dann war es das schon. Und dann eben zur Not, wie gesagt, ein bisschen anbauen mit Schleifpapier. Ja. Und dann mal schauen, den Zug gut ölen, damit kein Reibungsverlust ist, damit du volle Kraft hast. Ja. Alles klar. Das war's schon. Alles klar. Dank dir. Bitte. Wo ist das? Mit wem denn? Ach na ja, mit meiner, da nicht, von meinem Bruder, meine Schwägerin. Das ist eigentlich schon. Dann hat mir meine Bekannte gesprochen, dass sie macht, dass sie nicht macht, alles so wie es ist. Und alleine ich Papier frei. Er weiß ja, er hat ihn wohl schlimmer gemacht, wie das ist, aber naja. Also nicht passiert. Also nicht. Naja, ich komme mal hoch. So, was machen wir jetzt? Ich hab doch Platz gehabt, doch. Wenn jemand verliebt, sonst. Hat erzählt? Nee, Wolfgang, erzähl dich. Ich bin draußen beim Angeln, wa? Ah. War ein schöner Tag. Es war richtig. War draußen gefahren, alles normal. Und hab Luft aufpumpen. Bin nur an der Bushaltestelle. Da hat der Finger schon an, da wurde immer dunkler, regnet, hat auch nicht regnet. Da sagt der Busfahrer zu mir, das hat geknallt. Was hat denn geknallt? Na, dein Fahrrad.
Also der Mantel war. Ja. Ich habe hab nicht gedacht, dass das Mantel war, das Loch war drin. Hast du auch nie gehört, Pump, oder was? Nee, ich geh Pump wieder. Warum? Ja, weil ich das Loch an der Seite einmal rausgedrückt hat. Ja, da an der Seite. Ja. Und ich wieder hier Pumpt. Ach so. Ich dachte, da brauchst du alle Punkte, da kannst du ja. Ich natürlich, hat der Wolf ja gemacht, der musste raus mit der ganzen Scheiße. Rucksack und Angelruten dran. So. Natürlich, in der S-Bahn drin, bis in der S-Bahn drin, bis Wannsee. Ich habe in der S-Bahn weiter versucht, so zu flicken, oder? Das hat sich eigentlich nicht geklappt, ich auch. Ja, klar. Also, dann bin ich bis an der Bahnhof gekommen, das war ja damals noch die Mauer da zur Zeit. So. An der Bahnhof, da bin ich dann, hab mir dann so Wurstmaxe mitgenommen, der Bus haben hab, bis hierher. Der Wurstmaxe? Naja, mit VW-Bus da. Hey, auch ich hier, alte Berliner. Ja, und da hat mir dann nachher noch, war nett gewesen. Ich dachte, ich muss da hin, ich hab, naja, bis ich auf dem Schreberplatz dachte, die nimmt der mit drin, fahr alles drüber, Auto, zack, die Rest, wie geht's zu Hause war, hier kurz vor der Ecke. Da hat er angefangen zu reden, aber Freunde, dann kam mit dem Wetter erst hoch. Da habe ich aber schon große Glück gehabt. Na, hast du große Glück gehabt? Ja. Das ist der Wurst, machst du nicht mit dem Mann. Muss mal sehen. Die alte Berliner Pflanze, die. Ja, ja. Ja. Aber Mensch, Wolfgang, du hast die Schicht noch hoch. Das ist ja okay. Also ich war, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs war, ich hatte immer Pech gehabt, aber immer Pech. Deswegen fährst du kein Fahrrad mehr. Doch, doch. Aber nee. Ja, warte nur, na noch oder nee? Fahrrad schon, ich meine, ich kann ja nicht mehr fahren, oder was, ich darf nicht mehr fahren. Aber, hat der Arzt dir verboten? Hab das war nicht verboten. Wegen dem Gleichgewicht? Hab das von mir aus gemacht, ja. Hast du dir untersagt? Hast du das aufgekriegt? Ja, das Schloss, ja, das kriegt man ja leicht auf. Das Problem ist, der hat mir ja das Rad geschenkt, ja. Dann hat er gesagt, er lässt mir den Schlüssel drin liegen in der Wohnung. Der ist ja von dem Wohnungsbesitzer hier. Habe ich ja übernommen, das Rad mit. Achso, ja, habe ich den Schlüssel gesucht, habe ihn nicht gefunden, den hat er mitgenommen. Naja, jetzt nach Flensburg. Achso, der ausgezogen ist da. Ja, ja. Achso. Jetzt habe ich gesagt, ach scheiße. Er wollte mir auch zuschicken, aber ach, ich brauche das Schloss eh nicht. Das taugt eh nicht, das Schloss. Siehst du ja. Das jetzt. Schloss wird nachgemacht. Ja. Ein Schraubenzieher. Naja, wenn du so ein Speicherschloss verlierst oder so. Naja, und wenn du auch das nicht benutzt und irgendjemand anders drückt das zu, wenn du nicht da bist, dann heißt es ja eh an die Hand. Also, das ist doch klar. Also musst du zwangsläufig immer, ich hasse die Dinger eh, die kommen eh ab. Ist ja logisch. Hast du ja recht, wenn jetzt ein neues Fahrrad kommt, sind die mit drin, wa? Die Speicherschlösser sind ja nicht mehr mit dran, weil eben genau das wird irgendwie immer vergessen. Achso. Ich glaube, bei meinen, die damals gekauft habe. Damals war es Standard. War an jedem Ding entweder so ein Drücker von der Seite oder genau. Diese Ringschloss. Da ziehst du das raus. Meiner war gerade und ein bisschen hochkant, ja. Ja, ganz verschieden. Ja, verschieden ist gut bei Schlüsseln. Na, ich meine jetzt die Schweiche, also ich sage, ganz verschiedene Schlüssel waren das. Ja. Jeder war runter, jeder war der gerade, dieser gerade oder hoch oder jeder ganz verschieden. Ich kann nicht mehr mitdrehen, ich hab da keine Räder mehr. Nee. Geh nochmal kaputt, du hast immer Pech. Ach, guck, ab ist es. Komplett. Naja. Was braucht man? Nur einen Spezialschlüssel. Aus dem Hause, gerade und flach. So. So. Ist noch Geld? Ja, 5 Euro. Fest, aber naja, jetzt hast du es ja wahrscheinlich genau. Nicht hier. Schleift das jetzt? Hast du geprüft, dass das nicht blockiert? Nee, das läuft durch. Ohne zu bremsen, ja. Achso, du bremst. Ein bisschen mehr Hebel, oder? Ah, genau. Wo kommen die weg? Stunde hast du Zeit. Wenn du das verlierst, kannst du mal wieder ankommen. Ja, genau. Verliert er jetzt die Pedalen oder irgendwas? Also ich würde an deiner Stelle wirklich das ganze Rad noch mal ein bisschen durchchecken. Alle habe ich da noch schon gemacht? Nachziehen, ja. Naja, die Bremsen halt irgendwo verhessen. Ja,
Danke dir. Alle Güte. Danke dir. Ja, bitte, bitte. Tschüssi. Tschüssi. So, jetzt wollen wir nur noch Luft aufpumpen hinten, aber der ist bestimmt platt, der stand ja so. Ja. Jetzt. Hast du jetzt die Reifen gestrichen oder war das so die ganze Zeit? War so, ja, so. War so. Wolfgang kennt sowas nicht, deswegen fragt er. Also wirklich, der kennt die nicht so gut. Die kennt euch nicht. Die kriegt ja erst nicht ab. Schmale gehen da in grün oder rot. Rot und gelb hat noch nicht. Wolfgang, jetzt die heutige Zeit, das ist alles wieder bunt, so wie in der 80er. Ja, ich hab noch gesehen. Also, nee, ich weiß, wo ist jetzt die dumme Frage von mir? Wissen nee, weil ich jetzt böse. Ich hab noch gesehen, die Räder, viele Speichwerte drin, der hat doch so drei oder vier so großen Dinger drin. Und dann ist, ja, aber trotzdem sieht gut aus. Heutzutage gibt's alles. Nee. Danke euch. Bitte, dann, alle Jute. Ja, bis dann. Bis dann, ciao. Wolfgang, da guckst du, wa? Nee, ist schön grüne, trotzdem, grüne Felgen, wa? Nee, nee, ist eine schöne Draht. Ist alles eng, überall eng. Hier. Vielleicht, eventuell, ich weiß es gar Siehst du, ihn heute hast du mitgekriegt, Thomas? Du bist eher beschwert heute mit dem Fahrrad, weil die Polizei geht, wo er ist ja mit dem Fahrrad. Wo? Das ist eher beschwert, aus Westlich. Der Hauseigentümer sitzt da und das ist eher wie die Fahrräder, da kommt keiner mehr durch, meinte er. Welche Fahrräder? Ja, hier bei dir alles hier. Wo kommt keiner durch? Ja, hier auf Mitarbeiter, ey. Der saß auf der Bank und da haben wir keine Antwort gegeben, warum das eng ist, weil die Fahrräder alle weg. Wo denn eng? Ja, wo ist er denn? Naja, na gut, wenn hier einer stand mit Rädern oder so, dann vielleicht auch. Nee, nee, stand da keiner. Ja, dann ist es doch nicht eng. Das ist hier. Na ja, weiß ich ja. Hat ja, der Eigentümer hat ja nur gesagt, der hat sich nicht mehr, weil es eben zu eng ist. Naja, ist er so fett gewesen oder was?
Unglaublich. Nur noch Beschwerden von den Leuten. Sag mal, was Positives sagen. Nein, es gibt nur Beschwerden. Ist ja furchtbar. Gut, heute sind wir definitiv länger mit der Zeit. Ich mache jetzt hier, aber an der Stelle mache ich Schluss. Außer es passiert leider noch was. Mal schauen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder Querschnitt. Erstmal bis dann. Vielleicht passiert ja noch was. Ist ja noch eine Stunde Zeit, über eine Stunde. Wir schauen mal. Rock. Lookalike MTV. Dann mach mal so. Hinten die Scheibe funktioniert ja nicht. Ich bin total verstellt. Warum? Was ist denn da passiert? Luft gut, nur. Bremse schleift hinten auch. Ja, deswegen waren wir ja schon mal bei dir, aber das hat irgendwie, ist wieder verstellt, bis wir zu Hause waren, war es schon wieder vorbei. Boah, ey, das ist mal so wirklich. Ist erbärmlich, tut mir leid. Ja, ist ja gut. Das ist schade, dass dafür Material verschwendet wird, ehrlich gesagt, zur Produktion. Weil mit dem gleichen Material könntest du auch wahrscheinlich ein besseres hat. Also Vorrat wird zumindest besser verwenden. Also jemand, der sich mit Rädern auskennt, der weiß natürlich, dass er für den Preis kennt. Oh Gott, ich habe Angst. Naja, ich meine, eins und eins zusammenzählen kann ich schon auch noch, aber ehrlich gesagt denkst du ja auch, es soll ja jetzt auch keine 10 Jahre halten, weißt du? Aber wie lange halten? Das habe ich so nicht erwartet, tatsächlich. Aber und Decathlon bietet nicht an, irgendwie so einen Nachcheck oder so, alles nochmal einstellen oder sowas. Ich meine, ich kenne mich ja damit nicht aus. Ich bin ja da nie gewesen. Ich weiß es nicht. Eine Garantiebestimmung oder sowas. Aber weißt du, wenn ich da jetzt wieder bin? Ja, wo ist denn bitte? Ist da am Adelstelle jetzt ein Riesending hat aufgemacht, ja, genau. Und ins gibt's an der Philanderstraße. Ja, und es gibt auch eins am Alexanderplatz. Wir waren im Adelstelle. Ach, am Alex, genau. Alle 10 Jahre mal hin. Alle 10 Jahre, das ist aber schade, so weit weg ist das doch ehrlich. Ja, aber das liegt einfach so gar nicht auf meinen Wegen. Was ist denn? Bei Kindern ist es ja mal relativ einfach, die zu begeistern für sowas? Nein. Also vom Hersteller jetzt, meine ich. Gut aussehen tut es. Genau, das meine ich. Genau. Genau. Das sieht einfach gut aus. Ja. Peppige Farben, sieht wirklich gut aus. Also ich staune auch mal, wenn du so ein Ding siehst. Oder ich habe ja auch, du kannst ja auch mal im Internet gucken bei Alibaba oder so, was da für Räder angeboten werden, dann denkst du dir, wow, toll. Was ist denn Alibaba? Der Marktplatz für Großhandel, China-Ware. Aha, okay. Stehen Preise hinter der Schule zum Kopf. Kostet so 69 Dollar. Minimum oder 50 Stück. Das ist so. Dann kommt nur noch ein Aufkleber, der 14 in Deutschland ist. Okay. Decathlon, je nachdem, wer es vertreibt. Und dann kannst du direkt mit dem Hersteller korrespondieren oder so. Kannst sagen, du brauchst. Schreiben dann halt auch rein, wie viel sie produzieren können pro Monat, wie viel sie liefern können. Schüttelst du mit dem Kopf, dann siehst du ein bisschen völlig entgeistert, denkst du irgendwie, du hast irgendwas oder so, und dann steht da
Sie können im Monat 6000 Stück davon produzieren oder sowas. Und ich sehe, was ist denn das für eine Industrie auch oder sowas? Manche Sachen. Ja, manche Sachen haben es natürlich wesentlich weniger. Ja, Aufwand. So ein Bagebu oder sowas, ja, diese Kinder wegen diesen ja. Teuer sind, das ja. sind auch so. Als Kopie. Oder wie? Original vom Hersteller. Ob das natürlich, ja, wie das hier gelabelt wird und so. Das ist Dena, ja. Und Stocke und so weiter, alles. Das ist alles. Das ist, brauche ich den jetzt dafür. Jetzt schläft das in dem Gang nicht mehr, aber das funktioniert leider nicht mit der Schaltung. Warum zur Hölle? Versteht nicht. Dann drehe ich nicht ran. Ne, man kriegt sie ja auch nicht eingestellt. Also man kriegt sie nicht eingestellt, dass es einmal frei läuft. Ja. Zu schwer, das verstehe ich nicht. Das kann ein Kind nicht schalten. Kann er denn mit der Schaltung gehen? Kommt er damit klar? Ja. Aber es kann schon sein, also er musste sich auch daran gewöhnen, dass es ein bisschen schwerhängig ist, links, ne? Naja, die meisten benutzen ja hier hinten die Schaltung. Aber guck mal, die schaltet hier, ist schon, kommt schon der erste Tick. Und der Schaltwerk hinten passiert ja nicht. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang und vierten Gang, da macht er was. Erst. Und schaltet noch nicht mal. Im fünften Gang schaltet er auf den zweiten Gang. Also 1, 2, 3, 4, 5. Also die sind alle ohne Funktion. Wie die erste Stufe? Die erste, die zweite, die dritte und die schwersten. Die schwersten. Also die gehen rein, aber er kommt gar nicht in die leichteren hier rum. Ja. So, das muss man einstellen. Das ist jetzt okay. Das ist halt viel zu hoch. Und wäre es okay, wenn ich die einfach mal da lasse? Man kann da nicht viel mehr machen, wirklich. Ich stelle das jetzt so ein und dann schickst du halt echt damit. Verpiss und ich würde jetzt ehrlich sagen, normalerweise die hat man nochmal nachschickt. Jetzt sollen sie euch das einstellen vernünftig. So. Ja, aber die kannst du natürlich sagen. Doch, ich kann schon, aber es ist ja auch eine Garantie-Sache. Ne? Jetzt. Ah. Ja, kommt nicht rüber. Also ein bisschen mehr Spannung drauf. Noch ein bisschen mehr Spannung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weniger Spannung hier vorne. Spannung ankommt.
finde es nicht so gut, ihr Leser. Ja, das habe ich schon also gemerkt. Wie so eingestellt ist, oder? Hilfe? Gesundheit. Ja, danke. Brauche ich, hast du eine Tüte voll? Nicht mehr schleicht. Da. Jetzt. Schauen wir mal. Noch mal mehr Spannung. Schön. Der rastet hier in die alte Schalter irgendwas, irgendeine Macke. Hier. Der ist irgendwie. Also mit Gewalt geht's wirklich, aber ich glaube, der ist nicht ganz in Ordnung hier. So, jetzt funktioniert's aber. Und was hier schleift, ist... Komm mal, bis morgen. Ja, bis morgen. Danke, Wolfgang. Jetzt frag mich, wofür. Hast du gearbeitet heute? Habt ihr ja nicht gemacht. Ah ja, jetzt sieht es wieder los. Wolfgang, hast du ein Kurzzeitgedächtnis oder was? Was? Du vergisst immer alles. Hast heute die Rabatten gemacht? Ach so, ja. Ja, siehst du? Wieder eingefallen. Ja, ciao. Ja, bis dann, ciao. Ich weiß gar nicht, ob das schleift. Das Rad läuft so schwer. Tatsächlich, die Narbe läuft so schwer. Die Bremse ist jetzt nicht dran. Jetzt im Moment nicht, aber. Ja, ist ja keine Bremse mehr dran. Das ist ja nicht die Bremse, sondern das ist die Radnarbe. Aber eine Zeit lang hat es tatsächlich geschleift. Da hast du es richtig auch gemerkt. Ja, nun, dann genau. Das habe ich aber jetzt beim Einstellen gemerkt, dass das nicht ist. So ist es wie immer. Bei diesen Rädern der Kurs. Ja, schon ein bisschen besser. Ja, erheblich besser. Volle Fülle. Durch dieses weiche Material, was da verwendet wird, ist, also es gibt ja verschiedene Güteklassen beim Stahl. Mhm. Bei Metallen natürlich umso härter, umso besser. Ja. Und die sind umso günstiger und so weicher. Dadurch verzieht sich das. Mhm. Naja, und das leider meist schon im Neuzustand. Mhm. Also muss man nicht mal viel zutun. Dann ist das schon so. Wäre früher nicht passiert. Hat man auch ein bisschen mehr darauf geachtet. Und da gab es auch besseren Stahl. Metalle, teuer. Bedarf auch weltweit nicht so. Jetzt. Und durch dieses ewige Recyceln natürlich, ne? Dadurch kommt das natürlich auch, umso öfter Rohstoff recycelt wird, umso schlechter wird dann die Qualität. Deswegen wird ja immer ein bisschen Neuerz dazu gegeben, weil ansonsten die Qualität nicht mehr gegeben ist, um ein gutes Produkt besser. Und mit dem Schalter, kann man dann da irgendwas. Der ist sehr hart, ich würde, weiß nicht. Sagen, kann ja nicht der Zug sein, könnte die Federspannung von dem sein, dass es zu arg ist. Also ich kann es nicht halten, ne? Aber muss auch probieren, ob man damit klarkommt. So. Boah,
Was kriegst du? Letzter Kunde, was du geben magst. Wie bitte? Was du geben magst. Du bist echt ein Typ. Ja. Was für ein Idiot, ich weiß. Alle Schiffe drehen und alle Hinterhörer holen. Das freu ich. Furchtbar. Ja, das ist tatsächlich das Kona Scrap, was wir hier haben. Ist tatsächlich leichter als der Rock Rider, also das ist ja unglaublich. Ich habe erst gedacht, na, ich spinne ein bisschen oder so, aber. Also, das ist das gleiche. Also. Tausendmal besser. Tausendmal besser in der Verarbeitung. Unglaublich. Jetzt mal wirklich bis morgen, ich mach zu. Schluss. Ich räume ein. Bis dann. Ciao.